an Anne und denke jetzt kurz laut über radikale Solidarität nach. Radikal solidarisch sein, sich bedingungslos für andere einsetzen, eine Sache, eine gesellschaftliche Situation von den Wurzeln her verändern, für andere. Was ich ganz interessant an der Konstruktion finde, so wie ich sie verstehe, ist, dass da auf der einen Seite ich bin mit meiner Haltung, mit meiner radikalen Haltung und auf der anderen Seite die anderen, für die ich mich einsetze. Dass das auch ein Problem sein kann, darauf hat mich die Filmemacherin und Theoretikerin Trintin Minahar aufmerksam gemacht. In ihrem Film Reassemblage, Reassemblage, sagt sie den Satz »I don't want to speak about, just nearby«, sagt sie mit einer ganz zärtlichen Stimme, und dieser Satz hat ziemlich tiefe Spuren bei mir hinterlassen. Das kann durchaus problematisch sein, sich für andere solidarisch zu erklären, wenn die anderen das überhaupt nicht wollen. Vielleicht muss man so einen Schritt vorher machen, darauf hat Spivak aufmerksam gemacht, dass man Privilegien verlernt und dass man vielleicht auch, das denke ich heute, gar nicht so radikal ist. Also nicht im Sinne von erhobener Faust, entblößter Brust und anderen revolutionären Gesten, mit denen man laut voranschreitet für die Sache, für die anderen. Vielleicht ist es auch im Moment angesagt, das Wort radikal wörtlich zu nehmen und nochmal über die Wurzeln nachzudenken. Und darauf hat mich dann wiederum Madhusri Dutta aufmerksam gemacht, als sie das Bild des Palimpsest benutzt hat, also des überlagerten Textes, dass man da, wo man ist, tief graben kann und da, wo man ist, die Geschichte und die Geschichten, die unerhörten Geschichten herausgraben kann. Also das, was bisher nicht gehört wurde, hörbar zu machen. Das heißt, dass das Radikale, das radikal solidarisch sein auch heißen kann, sich zur Verfügung zu stellen, Ressourcen zur Verfügung zu stellen, das Ohr zur Verfügung zu stellen, den Körper zur Verfügung zu stellen, die Gedanken zur Verfügung zu stellen, also in Bereitschaft sein, in der Nähe sein, just nearby.